Hallo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde hier auf Skybones. Es ist jetzt seit der letzten Folge noch nicht so krass viel passiert, denn dieser Server hat einen Nachteil. Hat nur 250 Slots und er ist einfach immer voll. Ich habe für dieses Video, keine Ahnung, also mindestens eine Dreiviertelstunde gewartet, beziehungsweise warten müssen, bis ich endlich auf den Server draufgekommen bin, nur damit ich halt drauf spielen kann. Aber das wird sich am Wochenende dann auch endlich erledigt haben, denn dann kommen Server-Updates, wo einmal der RAM verfünffacht wird, dass es nicht mehr so laggt, und ich glaube insgesamt 700 Slots auf jedem Server hinzugefügt werden. Das ist richtig cool, denn dann kann ich hier endlich wieder Videos aufnehmen, wann ich will. Und ansonsten hat sich in unserer Base ein bisschen was getan. Wir haben einen Enchanter, darum habe ich mich aber noch nicht gekümmert, denn seit wir den haben, bin ich nicht mehr auf den Server gekommen. Ansonsten habe ich hier hinten mal versucht, eine vollautomatische Zuckerrohrfarm zu bauen und dann festzustellen, dass es nicht funktioniert. Und Pengu hatte hier eine riesen Zuckerrohrfarm gebaut. Wenn man die aberntet, dann bringt einem das etwa 20.000. Und darum habe ich mir überlegt, hey, baue ich doch ein kleines System mit Minecarts auf, wo du mit Minecarts langfährst und dann das Zuckerrohr erntest. Und ich überlege gerade, ob ich das beachten soll mit den Skydrops, ob wir dann mal in die Wolken gehen. Komm, das mache ich noch, aber jetzt will ich euch mal das System erklären. Und zwar, ja, man fährt dann hier in dieser Schiene lang mit dem Minecart. So, und man muss, da baue ich so einen kleinen Bahnhof. Man muss dann so einen Block fixieren. Ich kann hier schon mal die erste Power Rail starten. Dann brauche ich wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das System funktioniert dann so, dass man sich in so ein Minecart reinsetzt, einen Block anvisiert. Also hier, ich setze mich rein. Und jetzt guckt man nach da oben. Und erntet automatisch das ganze Zuckerrohr ab. Und ja gut, man hat es jetzt hier nicht so gut gesehen. Ich habe das System vorher auch noch nie ausgetestet. Ich weiß noch nicht, wiefern das gut funktioniert. Ich habe irgendwie nur die Hälfte abgebaut oder sowas. Ich glaube, das liegt ja aber an den Decks. Oder, aber es geht nicht. Hier. Mache ich nochmal hier einen Hebel hin. Das brauche ich erstmal nicht. Kann ich nach hier bauen. Hebel an. Dann geht es hier weiter um die Ecke. Und ja. Ich probiere das jetzt einfach nochmal aus. Mehr kann ich ja nicht machen. Und ich muss mich dann hier reinsetzen in das Minecart. Und diesen Block anvisieren. Okay. Ich würde sagen, ich bin einfach viel zu schnell. So dass die ganzen Minecarts, dass die ganzen Zuckerrohrteile immer wieder, also die werden gar nicht richtig ernst genommen. Ich bin so viel zu schnell. Ich mach mal nur alle 20 Blöcke einen Power Trail. Hier eine. Und da drüben eine. Und dann probiere ich das Ganze nochmal. Und dann soll nämlich dahinter, direkt hinter einem, immer noch ein Trichter-Minecart langfahren. So, jetzt nochmal probieren. Ich würde sagen, es hat nicht funktioniert. Wieso funktioniert das nicht? Liegt das jetzt an den Serverlags oder funktioniert das System generell nicht so, wie ich es mir dachte? Ich nehme hier gleich mal alle Power Rails raus, außer die erste. Mal gucken, ob das daran liegt. Oder warte, ich nehme auch die erste raus. Mach dafür nur eine an die Ecke ran. Oh, ich höre hier irgendwo einen Zombie. Oh, da ist er. Macht der noch was? Ah, ja. Gut. Hier genau, da die Power Rail hin. Dann hier Hebel dran. Aktivieren.
Power Trail dran. Und dann die nächste erst wieder ganz dort hinten, genau. Also hier, Rechtsklick reinsetzen. Ich habe mich jetzt natürlich genau falsch rum platziert. Und ja, ich würde sagen, es liegt wirklich an der Geschwindigkeit. Ich muss langsamer fahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin zu schnell. Das ist irgendwie komisch. Ich gehe einfach mal schon mal zum Shop und ans Bohren. Denn ich muss mir mal Essen kaufen. Und da kann ich euch nebenbei auch gleich mal die Warzone zeigen. Das mit dem langsamer machen, wenn noch Zeit ist. Aber ja, ich finde die Warzone jetzt eigentlich nicht so spektakulär. Oder das nehme ich mir einfach mal mit. Ja, aber es wurde sich gewünscht, dass ich sie zeigen soll. Also mache ich das natürlich auch. So, Skydrops, okay. Dann gehe ich jetzt definitiv zum Spawn. Aber ich brauche wirklich erst Essen. Aber vielleicht finde ich danach trotzdem noch was. Also ganz schnell zum Spawn. Und dann erstmal die Diamanten verkaufen. Ich habe nämlich nicht mehr viel Geld. So, Dias rein. Akzeptieren, 9000 plus gemacht. Und jetzt hier unten. Gibt es irgendwas für Essen? Ach komm, ich hole mir jetzt Melonen. Das muss relativ schnell gehen. So. Slash Spawn. Spawn. Genau. Und jetzt gibt es hier drüben diese Warzone. Ich habe jetzt auch kein gutes Equipment. Also, ja. Ich werde vermutlich sterben, aber egal. Hier ist dann die Warzone. Und das ist so ein Skyblock-Teil. Also auch so Skyblock-mäßig. Und du musst so da langjumpen fahren. Also es gibt dann hier solche Inseln überall, wie zum Beispiel diese hier, und du musst über das Void drüber jumpen, über diese Brücken, dann zu diesen Inseln gelangen, und auf diesen Inseln gibt es Erze, die kannst du abbauen, und natürlich sind auch Spieler, die du töten kannst oder die dich töten können. Und bei Skydrop Event, da werden Truhen, die hier auf diesen Inseln verteilt sind, alle wieder aufgefüllt. Also die Kisten bleiben hier. Aber man bekommt, lol, habe ich das nicht abgebaut? Die Kisten hier, die werden, sind hier immer verteilt und die bleiben auch überall so rumstehen. Aber sie werden halt gelootet. Und hier vorne ist eine Kiste, ich wette natürlich, dass die schon gelootet ist. Ja, ist sie. Aber so findet man die dann letztendlich. Kann ich eigentlich auch den Seelsand abbauen? Nee, schade. Okay, das heißt eigentlich, man kann in der Warzone mal Erze farmen und man kann halt diese Kisten finden, aber nur beim Skydrop-Event. Sonst sind die immer leer. Das Eisen nehme ich mir einfach mal mit, das kann ich für die ganzen Schienen, die ich brauche, benötigen. Und nochmal zur Funktion der Zuckerhof haben. Ich will das mehrstöckig bauen, sodass du dann dich in ein Minecart reinsetzt, in so einen kleinen Bahnhof, den Block anfixierst. In dem Fall sollte es ein Knopf werden, auf den du auch Rechtsklick machen musst, dann nur Linksklick gedrückt halten musst oder halt einfach ein Buch auf deine Maustaste legen musst. Und dann, ich habe eine Fackel eingesammelt, okay. Ja, und dann solltest du da automatisch langfahren und instant das ganze Zuckerrohr abbauen, und hinter dir soll dann noch ein Trichter-Minecart langfahren. Und dieses Trichter-Minecart sammelt dann alle Teile auf, die du nicht einsammeln konntest, beziehungsweise die auf der Strecke hinter dir liegen geblieben sind. Das ist so meine Vorstellung, wie das dann funktionieren soll. Das Problem ist, dass es das leider nicht tut. Wir haben schon 10 Gold, das ist relativ nice. Und da hinten kommen wir jetzt zu so einer Area, wo PvP wieder disabled ist. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das für ein Warp ist. Das werde ich mal noch rausfinden. Wenn es was Cooles ist, gehe ich auch mal rein. Wenn es was Uncooles ist, dann halt nicht. Ich bin übrigens auch wieder ein bisschen was aufgestiegen an Leveln. Wie gesagt, ich konnte leider nicht so sehr groß spielen. Ich hätte es sehr gerne gemacht, aber man kommt halt echt einfach nie auf den Server drauf. Der einzige Weg, auf den Server drauf zu kommen, ist auf einen Restart zu warten. Und danach einer der ersten zu sein. Oh, das ist ein Spieler. Oh, ein Holzschwert. Hä? Was denn das für ein... Ach so, ich habe hier irgendwie
diese Reserve-Attacke, seine Spitzhacke, verwenden wollen. Es gibt ja auch einen Combat, wie ihr gerade im Chat gesehen habt, der kommt aber hier, das finde ich richtig gut, nur wenn du PvP-Schaden bekommst oder PvP-Schaden machst, denn auf Cosmic war es ja so, dass du ständig in den Combat kommst, du, keine Ahnung, fest in einem, im Nether kurz in Lava oder sowas, bist instant im Combat, das fand ich schon ein bisschen nervig. Lol, wir haben fast ein Stack Eisen. Mal sehen, wie viel Geld wir bekommen. Oh, hier ist ein Holzweg zu einer Brücke. Ich glaube, da gehen wir gleich mal hin. Oder? Habe ich mich getäuscht mit der Brücke gerade? Warte, ich will noch das ganze Eisen mitnehmen. Denn Eisen brauchen wir echt. Und wir können es halt auch verkaufen. Da hinten sind Blumen. Zu den Blumen gehe ich als nächstes dann mal. Obwohl, ne, erst gehe ich nochmal hier drauf. Ich will... Oh, eine Weihnachtslandschaft. Das passt ja. Übrigens, apropos Weihnachtslandschaft. Oh, Skydrop Event. Ich will der Erste sein, der zu diesen Truhen dort drüben kommt, wo ich gerade herkomme. Und zwar, wenn... beziehungsweise, ich würde gerne ein Weihnachtsspecial machen. Ich habe aber keine Ahnung, was ich als Weihnachtsspecial machen könnte. Also, falls da jemand eine kreative Idee hat, was ich als Weihnachtsspecial machen könnte, oder was ihr euch wünschen würdet als Weihnachtsspecial, oder sein Spieler, aber nicht mehr lange. Ich habe ihn getötet und habe irgendwas rausbekommen. Warte, hier hinten war doch irgendwo eine Kiste. Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe eine Schallplatte bekommen. Ich hoffe mal, es ist keine normale Schallplatte. Hier war doch irgendwo noch am Rand eine Kiste. Kann es sein? Oder war das nicht hier auf dieser... Naja. Dann ein Quarzohr, Sporn-Ei, Melonen, Orb of Flight. LOL. Ein Orb of Fly. Los, hinterher. Wieso sind ja eigentlich gerade so Leute, die null Equipment haben? Aber man muss sagen, wegrennen kann der Typ. Ich würde sagen, der kennt sich ja auch schon ein bisschen aus. Ah, sehr schön, der führt uns direkt auf die Weihnachtsinsel. Das ist nice. Ich gehe einfach mal hinterher. Ah, auf dieser Insel war ich auch schon mal, die ist ganz cool. Aber ich glaube, vor dem Typen habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Denn der hat so verzauberte Dia-Rüstung im Gegensatz zu mir. Ich versuche ihn einfach runterzuschlagen. Okay, es war ein Fehler, gegen ihn zu kämpfen. Es war so ein Fehler, gegen ihn zu kämpfen. Ich bin da mal tot, gell? Ja gut, aber der Fly-Orb, der war, glaube ich, schon ziemlich geil. Aber okay, Pech gehabt. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich irgendwas Cooles bekomme. Ich wollte euch eigentlich nur mal die Ursachen zeigen, dass ich Eisen bekommen habe. Ja, gut. Dann habe ich jetzt halt Pech gehabt. Ansonsten habe ich jetzt auch keine Dia-Spitzhacke mehr. Aber davon kann man sicher welche craften. Und hier ist auch eine. Und ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Ersatzrüstung und Schwert in der Kiste drinne. Ja, aber hier Helm und Schuhe, Brustplatte, Hose ziehe ich mir einfach mal an. Und ich werde dann irgendwann demnächst auch mal... Eine, okay, das wäre jetzt ziemlich gut. Ich nehme lieber das. Das ist weniger gut. Ich werde mir dann demnächst auch mal eine Community-Insel aufmachen, wo ein paar Leute so draufkommen. Und ich habe übrigens auch, weil jetzt hier ständig so Kommentare kommen, hey, kann man mal mit dir spielen, machst du mal ein Community-Projekt? Bereits ein Community-Projekt geplant, was ich da mal machen will. Das hat auch ein bisschen was mit Skyblock zu tun. Also, wenn ihr... wissen wollt, was es ist, bleibt auf jeden Fall mal dran. Ich werde demnächst vielleicht mal ein bisschen Näheres, Genaueres dazu sagen. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Folge hier vom Cosmic PvP Server. Ich werde jetzt offline hier noch ein bisschen Zuckerrohr abernten, um Geld zu bekommen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn. Hey, ich will mich verabschieden. Hier. Ja, dieses hässliche Zuckerrohr. Hier, bis denn. Ciao. Schön, Dia-Schwert in die Hand nehmen noch, warte. Hier. Bis denne. Ciao.